mal einen kurzen Moment nur unaufmerksam und schon ist es passiert und die Drohne crasht einem. Und im Falle der Mavic Mini bricht dann hier leider auch eben sehr schnell ein Arm ab und so ist es mir eben leider auch passiert. Ansonsten hat aber die Drohne eben noch ziemlich einsatzfähig ausgesehen und deshalb habe ich dann beschlossen, ich will versuchen, die zu reparieren. Ich habe dann auch im Internet ziemlich schnell Ersatzarme und Ersatzmotoren und so weiter, wobei bei mir jetzt der Motor noch funktioniert hat, aber eben Ersatzarme, die auch ziemlich günstig waren, gefunden. Ich kann euch unten auch gleich mal in der Infobox verlinken, falls ihr euch damit auskennt. Ich kannte mich eben mit Löten und dergleichen nicht so gut aus und ich habe mir jetzt ehrlich gesagt einfach nicht zugetraut, bei so einem teuren Produkt da irgendwie selber irgendwie so dran rumzuwerkeln und Drähte zu verlöten und so weiter, wenn ich das noch nie gemacht habe. Also wollte ich einfach erstmal versuchen, das zu kleben und falls es nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, dann kann ich ja eigentlich immer noch einen Ersatzarm bestellen. Und dann habe ich, also ich kenne mich jetzt mit Klebern normal auch nicht so mega gut aus, aber habe mich eben so ein bisschen schlau gemacht und bin dann in einem Forum für Modellbau auf einen Kleber gestoßen, der heißt Tamiya Extra Thin Cement. Also das soll, das ist ein spezieller Kleber, der für Plastik ist und irgendwie die chemische Verbindung von Plastik angreift eben und dadurch zwei Teile miteinander verschmilzen und wirklich eine chemische Bindung eingehen und dadurch ultra stabil wieder werden und das Ganze wie aus einem Guss sozusagen aussieht. Den habe ich mir dann bestellt und das damit auch gleich mal ausprobiert. Aber das Plastik von der Drohne, also jedenfalls von der Mavic Mini, hat anscheinend eine chemische Substanz, die nicht auf diesen Kleber reagiert hat. Das heißt, es hat einfach überhaupt keine Auswirkungen. Das war ungefähr so, als würde ich einfach nur Wasser auf die Bruchstelle schmieren. Hat also leider hier bei meiner Drohne überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich ein bisschen weiter geforscht und bin dann schließlich bei einer Firma gelandet, die heißt HG Power Glue. Und die haben eine Schweißnaht aus der Flasche in ihrem Sortiment. Und das ist eben ein zweisegmentiger Kleber. Das heißt einmal der normale Kleber und dann noch so ein, ja, wie so ein Pulver, so ein Granulat, das man mit drauf sprüht, beziehungsweise draufträufelt. Und das geht dann auch in eine chemische Verbindung miteinander ein und wirkt ultra stabil. Ich habe dann die Firma gleich mal angeschrieben und gefragt, wie genau das funktioniert und ob sie denken, dass es das eben auch bei der Mavic Mini funktionieren könnte. Und ja, die haben dann mir gleich angeboten, ob sie mir nicht so einen Test zuschicken können. Dann kann ich es einfach ausprobieren und wenn es nicht klappt, habe ich eigentlich auch nichts verloren. Und zur Sicherheit haben die mir dann noch so einen HG Primer mitgeliefert. Das ist so ein Mittel, mit dem man schwer verklebbare Materialien vorbehandeln kann. Und sollte eben der normale Klebstoff nicht an der Drohne anhaften, soll ich erstes mal die Bruchstelle mit diesem Primer eben behandeln. Und danach den Kleber auftragen, dann müsste es auf jeden Fall funktionieren. Das Set ist dann auch bei mir angekommen, dann habe ich das Ganze erstmal ohne den Primer an einer freien Stelle ausprobiert und da hat der Kleber schon wie blöd gehalten, das war wirklich wie fest zementiert und deswegen habe ich das Ganze ohne den Primer versucht, weil ja, in dem Falle der eher schädlich ist, wenn es auch so schon funktioniert. Diese Schweißnaht aus der Flasche müsst ihr euch im Prinzip wie eine Art Plastikschweißnaht vorstellen. Das heißt, ihr träufelt da erst ein bisschen von dem Granulat auf die Bruchstelle oder wenn es nicht hält, eben auch erst ein bisschen Kleber und träufelt dann eben flott das Granulat drauf. Dann reagiert es miteinander und wird wirklich unheimlich fest und bildet eben so eine Art Schweißnaht. Also der Kleber ist danach nicht unsichtbar, sondern wirklich deutlich sichtbar. Allerdings, es ist danach wirklich wie fest zementiert und deswegen hatte ich da auch überhaupt keine Bedenken, dass es bei mir halten könnte, bei mir nicht halten könnte. Und ja, das habe ich dann von allen Seiten geklebt, habe es dann 24 Stunden trocknen lassen und dann war der Arm eigentlich schon wieder bombenfest dran, aber ich wollte dann wirklich nochmal trotzdem auch nochmal sicher gehen und habe dann nochmal eine zweite Schicht drüber gesetzt. Und ja, das Ganze hat dann wirklich unheimlich gut gehalten. Mir ist nur ein kleiner Fehler passiert und zwar ist mir von dem Kleber ein bisschen was in den Arm reingelaufen und hat dort in die Kabel verklebt. Und deswegen lässt sich jetzt bei mir der Arm nicht mehr so einwandfrei einklappen, weil eben ich Angst habe, dass die Kabel dann brechen könnten, weil die eben jetzt halt fest mit dem Gehäuse verbunden sind. Also da hätte ich im Nachhinein ein bisschen mehr aufpassen sollen, ist jetzt für mich aber auch nicht so schlimm. Ich meine, Hauptsache das Ding fliegt wieder, dann klappe ich halt den einen Flügel nicht weiter so ein, nicht mehr ganz so weit ein, aber ja, da halt vielleicht drauf achten, falls ihr das auch nachmacht. Ansonsten ist es jetzt auch nicht so tragisch. Und ja, dann dachte ich, hält wieder, kann ich abheben und dann bin ich rausgegangen, wollte den ersten Flugversuch machen und der hat überhaupt nicht funktioniert. Dann dachte ich schon, ja, die Drohne hat irgendeinen Schaden davon getragen oder so. Dann habe ich aber im Internet nochmal nachgeforscht und herausgefunden, dass es ja verschiedene Propeller für die verschiedenen Motoren gibt. Das heißt, je nachdem, ob ein Propeller links, rechts, vorne oder hinten ist, braucht er unterschiedliche Propeller. Und ich hatte einfach die falschen Propeller an dem entsprechenden Motor angebracht. Und als ich das dann korrigiert habe, ist die Drohne eigentlich auch wieder wie vorher auch abgehoben und ja, fliegt es wieder, als ob nichts wäre. Einziges Manko ist eben, dass jetzt dieser Arm nicht mehr komplett so beweglich ist
Und ja, damit kann ich aber leben. Bin saufroh, dass das Ding wieder abhebt. Und falls ihr auch so ein Problem habt, kann ich euch unten gerne den Kleber mal verlinken. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder so dazu habt, schreibt es einfach gerne unten in die Kommentare. Ich helfe euch da weiter, so gut es geht. Kann euch gerne meine Erfahrungen dort noch teilen. Und ja, dann würde ich mich auch sehr über eine Bewertung oder ein Abo freuen. Ansonsten bis hoffentlich zu einem meiner nächsten Videos, wo wir hoffentlich wieder ein schönes Tagesthema haben. Bis bald und Servus.